Willkommen zurück, Mr. Bond, Mr. James Bond. Jo, servus Leute, was geht ab? Ja, nach meinem besten Intro ever, würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an, beziehungsweise ich möchte echt gerne mal von euch wissen, wie euch denn hier mein neues Overlay, beziehungsweise quasi Kamera-Setup hier gefällt, ja. Könnt es mir gerne mal in die Kommentare packen. Und da würde ich gerne noch von euch wissen, gefällt es euch so besser im Hintergrund, dass es quasi sich bewegt oder das statische, ja. Ich muss sagen, ich finde beide richtig geil. Ich bin noch nicht so ganz quasi sicher, was ich nehmen werde, ob ich das jetzt so lasse, ob ich das nochmal verändere. Wird auf jeden Fall eine interessante Nummer werden. Mich würde es interessieren, was ihr davon haltet. Und das könnt ihr mir, wie gesagt, da reinpacken. Für das Video lassen wir das jetzt erstmal hier quasi so statisch im Hintergrund, ja. Jetzt erkläre ich euch kurz, was wir machen. Ich baue einen PC zusammen, einen Gaming-PC, ja, für einen Freund. Und Grüße gehen raus an den Michael, ja. Das Video wird dann wahrscheinlich ein 3- bzw. ein 4-Teiler werden. Im ersten Schritt gehen wir hin und ich präsentiere euch erstmal alle Teile, was wir hier reinbauen. Dann bauen wir den PC zusammen, quasi im zweiten Video. Und, naja, sagen wir mal, im ersten, zweiten Video wird er dann mehr oder weniger zusammengebaut für euch, dass es nicht so lang wird, ja, wird ein bisschen präsentiert. Und im dritten, beziehungsweise eventuell im vierten Video, ich weiß nicht genau, wie wir das so durchkommen, dass die Parts auch nicht so lang werden für euch, werden wir schauen, was wir aus der Kiste so rausholen können, ja. Bedeutet, übertaktungsmäßig, ja, CPU, RAM und Grafikkarte. Schauen wir einfach mal, und was dann so die Werte sprechen, ja. Dementsprechend würde ich sagen, nach einem kurzen Intro geht's dann auch gleich. Ja, moin Leute, jetzt kommen wir dazu. Ich habe ja gesagt, ich präsentiere euch mal die Teile. Wir packen sie aus. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen angefangen. Und zwar, um euch ein bisschen Zeit zu sparen. Und zwar haben wir hier das Seagate Barracuda 2 TB. Ja, muss sagen, habe ich auch selbst verbaut. Muss sagen, bin ich sehr zufrieden. SATA, ja, Platte wunderbar. Mittlerweile auch nicht mehr so dick wie früher mal. Ist ein geiles Teil, läuft auf jeden Fall stabil und für sichere Daten abzulegen ist das mehr als ausreichend, ja. So, jetzt packen wir das mal kurz hier rüber, jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben hier eine Samsung, eine Evo, eine 860er, ja, also 240 GB haben wir hier, beziehungsweise 250, ja. Und das wird das für das Betriebssystem sein, ja. Es wird noch eine andere SSD reinkommen, eine größere nur für Spiele und, ja, wie gesagt, sicher ist sicher. Aber ihr könnt immer gerne in Crystal Disk Markt, würde ich euch empfehlen, da reinzuschauen und quasi das alles abzuchecken, dass da auch immer alles okay ist. Ja, so, jetzt kommen wir zu diesen schönen hier, zu den G-Skills, zu den RIPs, ja, zu den Arbeitsspeichern, ja. Das sind auf jeden Fall auch richtig coole Arbeitsspeicher. Ja, wenn man sich die mal anguckt, die sehen auch richtig nice aus. Also wir haben hier relativ wenig RGB, ja. Und muss ich echt zugeben, das Einzige, was ein bisschen was hat, ist das Gehäuse und das Mainboard. Ja, es muss ja nicht immer alles RGB sein. So, was haben wir denn hier Schönes? Packen wir die mal kurz aus. Ja, die weigern sich ein bisschen hier. Da macht meine Katze mit. Ja, die will mit auf die Kamera, Leute. So, was haben wir denn hier? Wir haben die 3600er, ja. Und wir haben hier CL16 1919, ja, also es sind auf jeden Fall nicht schlechte Werte für die 3600er. Wir werden hier tatsächlich noch gucken, dass wir 3733 bzw. 3800 rausbekommen, wenn der Infinity Fabric Clock von dem Ryzen Prozessor mitmacht, ja. Und das soweit alles passt. Aber ich denke, wir werden hier schon ein bisschen was rauskitzeln können, ja. So, nachdem wir jetzt die Arbeitsspeicher haben, kommen wir jetzt erstmal noch dazu, was wir quasi verbauen werden. Und zwar kommt hier der Ryzen 3800 rein, Version 3800X, ja, weil der gerade im Angebot war für den Preis ungefähr von 3700X und dementsprechend haben wir den genommen. Ja, bietet sich halt einfach an, ja. Und den Prozessorkühler habe ich schon ausgepackt. Also so schöner aussieht, ja, ist normalerweise ausreichend für zu kühlen im Standard-Mode oder so. Aber da wir ja ein bisschen wieder was vorhaben, auf All-Core quasi dieses nette Ding hier zu übertakten, nehmen wir halt auch einen Custom-Kühler. Bedeutet, wir nehmen dieses schöne Ding hier, den Brocken, den Alpenföhn, den Advance, ja, den Eco. Da haben wir ein bisschen Puffer nach oben und da können wir dann quasi
gucken, dass wir da so rumkommen, was wir da so rausholen können, Allcore oder ob wir den Precision Boost ein bisschen bearbeiten. Es gibt jetzt auch eine neue Möglichkeit von dem lieben Usmus, ja, quasi der hier die Qualität der verschiedenen Kerne auslesen kann, beziehungsweise mit dem Programm, mit Prime, ja, wo wir dann wirklich sehen können, welcher Prozessor am höchsten getaktet werden kann und so weiter und so fort. Ja, da wird es auch noch ein neues Video dazu geben, wo wir uns das Ganze angucken und vielleicht eventuell auch ein neues Übertaktungsvideo dazu machen, im Endeffekt, ja, wo wir quasi dann, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr rausholen können als bei Allcore, ja, weil beim Gaming ist es ja wichtig, nicht so viele Kerne, mehr oder weniger, sondern höhere Kerne, also quasi die höher takten. Und dementsprechend gucken wir mal, was wir da so machen können, ja. Entschuldige mich ein bisschen, wenn ich mit der Kamera hier ein bisschen, das ist, ja. So, also wie wir sehen, ist schön, das gefällt richtig gut, ja. Wir haben hier noch die Lüfter, Kabel, was hier noch alles rankommt. Wird auf jeden Fall auch eine coole Nummer. Upsala. Wird auf jeden Fall nice. Langsam brauche ich ein bisschen Platz hier auf dem Tisch, so sehen wir die Kamera wieder ein bisschen rüber. Ja, genau. Wie kühlen wir das? Also beziehungsweise wir nehmen die MX hier, die 4 zum Kühlen, ja, beziehungsweise für die Wärmeleitpaste, für die Übertragung auf den CPU von dem Kühler ab. Und da würde ich sagen, dann passt es. So, jetzt kommen wir zu dem schönen Schmuckstück hier. Und zwar haben wir das hier. Da muss ich ein bisschen gucken, wie ich das platziere, dass ihr das auch so sehen könnt. Und zwar haben wir hier das MX Board. Und zwar die genaue Bezeichnung. Entschuldigt mich kurz, ja, also wird Scheiße hier auf dem Tisch rumfliegen. Und zwar haben wir das MX 570 Gaming Edge Wifi. Ja, das MPG. Natürlich für die neuen Prozessoren-Generationen auf jeden Fall gut, ja. Das Schöne an dem Board hier tatsächlich, ja, was wir hier haben, wir haben hier hinten, ups, ich zeige es euch mal, wir haben hier zwei WLAN-Antennen dran, ja, und alle möglichen Anschlüsse, was man sonst halt so braucht, ja. Er hat halt gerne quasi, mein Kollege hier, der hat halt gerne WLAN, ja. Weil da, wo er ist, hat er kein Kabel und dementsprechend werden wir mal testen, wie so die Qualität davon ist, ja. Das interessiert mich persönlich auch sehr, weil ich bis jetzt eigentlich immer für Gaming oder generell halt auch für Streaming oder so weiter und so fort, ja. Wie gesagt, habe ich eigentlich, ja, nur Kabel benutzt bis jetzt, ja. Die Antennen haben wir hier noch alles drin liegen. Ein paar 2S ATA-Kabel haben wir hier noch dabei. Ja, und so, jetzt kommen wir zum allerletzten. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen hier. Ich kipp's euch mal ein bisschen, die ist ein bisschen groß, die Packung. Und zwar, das ist die 2080, die Gaming X Trio. Er wird meine Grafikkarte bekommen, die 2080er hier. Ja, ich werde auf eine 3070 upgraden. Das heißt, es kann sein, dass es eventuell demnächst quasi erstmal keine Videos mehr von mir gibt. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich eine abgreifen kann direkt am Launch Day, sagen wir es mal so. Ansonsten sieht es ein bisschen schlecht aus. Ich muss mich anderweitig umgucken. Ja, warten wir mal ab. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall auch ein richtiges Monster hier, genauso wie die CPU. Und damit kann er dann alles zocken, was er denn gerne möchte. Ja, das passt auf jeden Fall. Ja. So, ansonsten haben wir eigentlich alles durch, bis auf das Gehäuse. Und dazu werde ich jetzt kurz die Kamera drehen müssen. Ja, weil ansonsten kriege ich das Ding nämlich nicht drauf an. So, bis gleich. Okay, Leute, ich bin richtig doof, ja. Folgendes, wir haben hier noch das Straight Power 11, ja. 650 Watt Netzteil von Be Quiet, ja. Das habe ich vergessen, euch zu präsentieren, tut mir leid, ja. 80 Gold zertifiziertes Netzteil, ja. Habe ich selbst verbaut, muss sagen, ist geil, ist leise, ist effizient, wie gesagt, ja. Hält die Konfiguration dicke aus, sogar noch eine 3080, je nachdem, was man doch alles im System verbaut hat, geht damit auf jeden Fall fit, ja. Wir packen es mal ganz kurz aus, wir gucken es uns auch mal an, ja. Danach kriegt ihr definitiv auch das Gehäuse zu sehen, ja. Also, wir haben hier ein modulares Netzteil, wo ich sagen muss, hier. Man sieht es, ja, ein modulares Netzteil. Man kann hier hinten die Kabel anklemmen, die wir gerne hätte, ja, was eigentlich relativ cool ist, weil somit das Kabelmanagement bzw. vereinfacht wird im PC und quasi auch für euch oder wenn ihr keinen Platz mehr habt, dass ihr quasi einfach nur das anklemmen könnt, was ihr wirklich auch braucht, ja. Was natürlich auch wiederum dem Airflow dienlich ist, ja, im PC und alles, was unnötig da drin liegt, blockiert halt auch das, ja. Wir haben hier natürlich dann die ganzen Kabel, was wir hier schon brauchen, die sind sehr schön hier gesleeved oder wie man dazu auch immer so sagt, ja, quasi so
eingerollt oder was auch immer. Ja, das ist auch schön rund sind, aussehen. Und ja, das war der kurze Nachtrag noch dazu. Und jetzt kommen wir zum Gehäuse. So, selbst ist der Mann, Leute, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir das nette Teil, ja. Ich filme es euch jetzt mal so ab. Und zwar haben wir hier das Be Quiet, ja. Und zwar ist es das Pure Base 500DX, ja. Und es ist auf jeden Fall ein nettes Teil. Wir haben hier oben haben wir einen Magnet, quasi Halter, ja. Und hier oben haben wir auch alle möglichen Anschlüsse. Hier vorne ist es ein bisschen beleuchtet mit RGB hier, was eigentlich relativ schick ist. Ja, hier hinten haben wir die Seite. Also nichts Weltbewegendes. Und ich würde sagen, wir schrauben das jetzt einfach mal ab. Gucken uns das Innere mal komplett hier an. Und zwar so, jetzt haben wir das schön hier. Ja. Also wir haben hier auf jeden Fall ordentlichen Airflow. Wir haben hier oben einen Lüfter, wir haben da einen Lüfter. Quasi, wir haben hier vorne noch einen Lüfter, einen Pure Wings 2. Wie gesagt, relativ wenig RGB. Hier haben wir noch quasi so, wo wir die Kabel entlang fuddeln können. Ja. Wir haben hier unten kommt das Netzteil dann rein. Und wenn man jetzt mal hier reinguckt, ja, mal von der anderen Seite das Ganze präsentieren, statt immer nur von hinten, haben wir hier auch den Schacht für das Netzteil, beziehungsweise für die Festplatten und alles Mögliche, was da noch drin ist an Kabeln, ja. Und da würde ich jetzt sagen, ich lege das Ding hier um, positioniere die Kamera wieder, dann fangen wir langsam an einzubauen und ja, im nächsten Video seht ihr dann den kompletten Einbau und im übernächsten seht ihr dann das mit dem Overclocken, was wir alles erreichen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr immer Bescheid. Daumen nach oben, ja. Dürft ihr mir gerne zeigen, dass ihr das mögt. Und abonnieren nicht vergessen. Also, bis dann, haut rein. Ciao. So, Leute. Ein bisschen später als vorhin, muss ich euch sagen. Ich habe jetzt soweit alles zusammengebaut. Wollte gerade den Stapellauf sozusagen machen, ja, für den PC. Und jetzt ist genau das passiert, was ich mir eigentlich schon fast gedacht hatte, ja. Warum ich immer wieder sage oder warum viele Leute sagen, kauft euch verdammt nochmal ein fucking anständiges Netzteil, beziehungsweise ein neues Netzteil und eventuell nicht gebraucht oder was auch immer, außer es ist wirklich nagelneu noch, ja. Und damit ihr das safe gehen könnt, ja. Weil jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe hier das gute Stück hier, ja. Quasi das Be Quiet, das 650er Straight Power. Habe ich jetzt eingebaut. Dachte mir, ja komm, fangst du jetzt an, startest einen PC. Schalte ein, klack, Sicherung raus. Denke ich mir, was ist denn jetzt los? Hm? Zu viel dranhängen, eventuell irgendwo einen Kurzschluss verursacht, ja. Irgendein Kabel berührt oder irgendwas anderes. Habe ich nichts sehen können, ja, weil gibt's ja auch nichts, was man jetzt großartig sagen kann. Ich könnte jetzt den Kurzschutz verzwirbeln oder sonst irgendwas, ja. Okay, hab gedacht, vielleicht auf dem Mainboard irgendwo was. Hab da nochmal rumgeguckt oder so. Alles normal verkabelt, ja. Netzteil wieder angeschaltet. Hab gedacht, gut, probierst es mal an einer anderen Steckdose, einem anderen Kreislauf. Zack, wieder das gleiche. Sicherung rausgeflogen. Bloß diesmal mit einem Knall aus dem Netzteil, ja. Also, was schließen wir da draus? Wenn wir jetzt Pech haben, ist das ganze System im Arsch oder teilweise nur Komponenten, ja. Und dazu muss ich sagen, das war eine Retour gewesen angeblich, ja, von demjenigen, der das Ding gekauft hat, ja. Der hat auch die Rechnung und alles mitgegeben. Ist jetzt natürlich aber sehr ärgerlich, ja. Wir haben jetzt das Rumrennen sozusagen. Wenn wirklich andere Teile noch kaputt sind, ist es mega scheiße, ja. Deswegen, ich kann es euch nur sagen, Leute, guckt da drauf, ja. Anständiges Netzteil, ja. Und in diesem Sinne, hau da rein.